begrüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Lego Harry Potter. Ja, Hermine, es tut mir leid, ich gehe schon weiter. Hier sind wir wieder. Direkt nach Professor Lupins Unterricht. Wir können jetzt das hier. Oh, mein absoluter Lieblingszauber. Hi, na? Guckt euch mein heiliges Licht an, Junge. Der macht euch fertig. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt schon abgeht. Kommen wir schon ins Endgame wieder vom dritten Teil? Das kann ja eigentlich nicht. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr, was im dritten Teil jetzt passiert, nachdem man den Patronus lernt. Hogsmeade war ja schon. Was passiert dann? Dann bricht Sirius Black einmal so ein Schloss ein, so ganz casual. Ach, ich dachte, hier muss man jetzt durch, wo wir schon mal aufgesperrt haben. Aber nein, natürlich nicht. Hier wieder lang. Ah, die Steine nehme ich mit. 1000 ist zu viel, um es einfach liegen zu lassen. Das ist, als ob der einfach blaue Steine droppt. Was ist das hier eigentlich für einer? Oh. Vielleicht wird ihm wärmer mit unserem Licht. Okay, er rennt einfach weg. Schade. Ich hab's versucht, ja. Hier. Ich helfe allen. Egal aus welchem Haus. Vertrauensschüler oder nicht. Und sie alle freuen sich und rennen weg. Ja, gib mir mehr Steine. Ich bitte dich. Lauter Brunnen, bitte sei leise. Wenn wir jetzt aufs Schlossgelände wieder gehen zu Hagrid, was heißt denn das? Ist jetzt tatsächlich schon der Part, wo es losgeht in der heulenden Hütte. Also, wo es halt richtig abgeht mit Pettigrew wird gestellt und alles von Sirius Black und Remus Lupin. Und Snape später. Aber Fehlsafttrank, habe ich hier nicht schon alles... Wer ist er denn? Ach, das ist der Typ, dem wir die Haare geklaut haben. Ich erinnere mich. Okay, Harry. Jetzt pass mal auf das Triple-Licht. Oh, oh. Guck mal, jetzt kann ich sie besiegen. Kriege ich da was für? Oh. Wie das sogar zielsuchend ist. Oh, ich habe vergessen, die Steine einzusammeln. Wofür habe ich mir das gekauft, wenn ich das nicht nutze, Mensch? Hallo? Vigardium? Nicht den Besen? Ach, ich kann die Blume gar nicht... Kann ich die Blume nicht so kaputt machen? Nee, auch nicht. Na gut. Dann gehen wir mal zu Hagrid. Was auch immer der schon wieder für ein Problem mit uns hat. Oder für uns. Worum wir uns wieder kümmern müssen, ey. Kannst du dich mal selbst was auf die Reihe kriegen, Hagrid? Der hat eine Menge Zeug in seiner Hütte. Wer liest da hinten Zeitung? Das frage ich mich. Okay, jetzt überschlagen sich die Ereignisse, ey. Okay, das gefällt mir jetzt schon. Es geht jetzt echt schon los mit dem Finale des dritten Teils, ey. What the fuck? Es geht Schlag auf Schlag hier. Knappe Sache. Ich nehme mal an... Zumindest hoffe ich das. Es wird ein normales Level geben. Und dann ein Back-in-Time-Level quasi. Mit dem Zeitumkehrer. Hoffe ich zumindest. Vermute ich auch. Weil jetzt heißt es erstmal reinkommen in die heulende Hütte. Nehme ich an. Oh, der sieht voll süß aus hier. Der Hund. Aua. Ich bin so froh, dass sie das im Film nicht so gemacht haben, wie es im Buch steht. Wow. Ruhig bleiben, peitschende Weide. Weil im Buch ist das ja so... Oh, fuck. Dass der Sirius oder der Hund ihn ja quasi unter die Weide zehren will. Aber Ron dann seinen Fuß an so einer Wurzel verhakt oder so und dann einfach ihm der Fuß gebrochen wird. Also quasi... Ah. Ein bisschen brutal und... Ich glaube, wenn ich das gesehen hätte mit, was weiß ich, wie alt ich da war, hätte ich nicht so geil gefunden. Da finde ich es besser, dass er ihm einfach ins Bein beißt, so. Dann ist okay. Das ist nicht übermäßig brutal und, erfüllt den Zweck. Ron kann halt einfach nicht laufen. Danach. Oh, blauer Stein. Warum wächst hier schon wieder so viel Pflanzenzeug? Mann, ey. Die haben keinen Gegner hier in Hogwarts. Die brauchen mal einen. Kann man hier hin? Ne, okay. Ich
Ich dachte, da wäre vielleicht noch ein geheimer Pfad oder so. Ja, hier gibt es so schwarze Magietruhen, wo ich sowieso nicht viel gegen machen kann. Ich weiß nicht, was diese Vögel machen, aber ich habe das Gefühl, ich brauche sie, um die Pflanze zu bekämpfen. Oh, warte mal. Oh. Ja, ja, hä? Ich war doch. Hab versucht. Okay. Das heilige Licht wird mich helfen. Ich brauche Pflanzenzerstörungszauber. Ich habe den Kampf noch nicht ganz gecheckt. Mann, geh mit deinem scheiß Licht weg. Wow. Okay, jetzt. Aber was muss ich machen? Was muss ich tun? Ach, Krummbein, logischerweise, oder? Ich meine, wie im Buch. Die löst die Knoten aus, dass der Baum stillsteht. Hallo. Können wir uns nicht auf was einigen, liebe Weide? Du lässt uns durch, wir, ja, lassen dich auch irgendwo hin. Okay, funktioniert auch nicht. Nicht die scheiß Katze. Nicht den scheiß Umhang. Aua. Okay. Oh Mann, ey, was ist das denn für ein Sniperbaum? Alles klar. Der Baum hat uns mal eben platt gehauen. Okay, er ist wieder da. Was soll ich denn machen? Ich verstehe noch nicht ganz, was ich tun soll. Ich soll da irgendwas drücken, aber was? Vielleicht X oder Kreis? Ich drücke die ganze Zeit Kreis, aber das funktioniert irgendwie nicht. Dann werde ich gleich mal... Wieso trifft er mich denn da? Na, ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Hä? Die Katze kann nichts machen, oder? Fick dich. Graben. Oh. Mau. Okay, wenn die Katze nichts machen kann, muss ich irgendwas machen können. Hä? What the fuck? I don't comprehend this level. Right now. LOL. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich habe nicht mal was gedrückt. Ich wurde einfach hochgehoben. Und jetzt? Harry? Nein, 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 nein. Ach, warte mal. Hat die mich gegrabt? War das richtig oder war das falsch? Vielleicht hätte ich mich bewegen müssen. Fuck, ich war so weit. In Anführungszeichen. Komm, schlag zu. Wenn du dich traust. Komischer Baum. Mach dich fertig. Okay. Hallo, ich bin drin. In der Hand. Ach, Y, Y. Ich muss Y drücken. Ah. Jetzt habe ich es geprallt. Und jetzt? Ah. Einfach Rapid Fire. Und dann wird er doch was. Muss nur aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Ja, so viel dazu. Habe ich sehr gut aufgepasst, dass ich nicht getroffen werde. Ich glaube, das wird schwer mit wahrer Zauberer in diesem Level. Na komm, Baum. Na komm, schlag zu. Ja, okay, nicht da, aber gut. Und bam, 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 bam. Jawohl. Ja, okay. Wo droppen denn die Steine hin? Ich krieg die nie. Ist vielleicht hinter dem Baum irgendwie noch ein blauer oder so? Nee. Hinter dem Baum ist Schaden, aus irgendeinem Grund. Okay, toll. Jetzt werde ich nochmal sterben wahrscheinlich. Komm, Harry. Mach du mal den Last Blow, bitte. Und dann tu so, als ob das dein Verdienst wäre. Wie bei allen Sachen. Ey, Mann, Harry. Nicht mal das kannst du. So. Komm, treffen, treffen, treffen. Sehr gut, wir haben's. Scheiß Baum, ey. Du wirst abgeholzt, wenn ich Schulleiter bin. Dann wird Harry ja leider nie. Was heißt leider? Ich glaube, der ist auch nicht der geborene Lehrer, wenn man ehrlich ist. Ist eine gute Frage, wer eigentlich Schulleiter wird. McGonagall, ne? Nach der ganzen Sache. Mach auf hier. Ich glaube, McGonagall wird Schulleiter tatsächlich. Schulleiterin. Sorry. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob man da runter kann oder darf oder soll. Ridiculous. Schade.
Was ist denn hier für ein verdorrtes Zeug überall? Hä? Okay. Da kommt irgend so ein Ball runter. Was auch immer uns das bringt. Ingardium? Fragezeichen? Nein. Ach. Jetzt macht die Pflanze auf einmal was anderes, oder was? Oh. Okay. Magie. Ist einfach nur pure Magie. Oh, da oben will ich hin. Ich bin zu schlecht zum Springen. Oh, Coins. Okay, die verschwinden gar nicht. Die Frage ist jetzt für mich, was ist da oben? Ist da noch was Cooles? Das sieht nicht so aus. Warum ist überall so ein Pflanzenzeugs, ey? Obwohl, das macht irgendwie Sinn. In dem alten Tunnel unter der peitschenden Weide macht es irgendwie Sinn. Okay. Man scheint auch wieder nicht so viele Steine zu brauchen für wahrer Zauberer. Wir haben irgendwas freigelegt. Oh. Kommt man da runter? Nee, da unten ist auch nichts. Niemals. Coins. Komm, mach runter. Sehr gut. Alles, was wir haben wollten, haben wir gekriegt. Ja, das sollte gehen mit wahrer Zauberer. Vermute ich mal. Sieht so aus, als ob das zu schaffen ist. Wir haben jetzt schon die Hälfte. Und wir sind wirklich oft gestorben. Ich meine, klar, ich weiß auch nicht, wie lang das Level ist, aber... Meine Vermutung ist, dass ich das hinkriege. Was? Achso. Ich dachte, es geht noch weiter runter kurz, aber... Das war ein Trugschluss. Komm, du blöder Aufzug. Komm runter. Lass mich hoch. Danke. Ridiculous. Oh. Hä? Wofür ist denn das gut? Ah. Ich würde schon sagen, das erschließt sich mir nicht, wofür ich das brauche, aber ja. Anscheinend dafür. Hä? Damit das schwerer ist, die Bälle da reinzukriegen? Ja, okay. Oh. Scheiß Wasser. Geh weg. Plopp. Das ist wie so ein schöner Stöpsel. Oh. Wir haben das Wasser einfach umgeleitet. So macht man das heutzutage. Und bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Und nochmal, weil es so schön war. Und da ist der letzte Kasten oder was auch immer das ist. Sieht für mich einfach nur aus wie ein Kasten, aber anscheinend mögen die Pflanzen den Kasten. Und wenn er kaputt ist, dann ziehen sie sich zurück. Und Hufflepuff? Jawohl. Ja, alles, was mit Blumen zu tun hat, ist safe, Hufflepuff. Die alten Gärtner. Professor Sprout als Hauslehrerin. Oh oh. Kampf gegen Sirius? Haha. Oh. Was ein Zauberduell hier, ey. One on one on one. Ja, in der Lego-Story, es gibt halt keine Zeit für Erklärungen, sage ich mal. Aber wir können zum ersten Mal Sirius sein, der irgendeinen Zauber nicht beherrscht. Achso, die Verwandlung. Aber Lupin kann auch nicht mehr. Was ist da denn los? Warum beherrscht Sirius keine Verwandlung? Also, wow. Alter Junge. Wenn nicht er, wer kann sich dann in ein Tier verwandeln? Warum kann man hier nichts anzaubern? Das gefällt mir nicht. Ah, ich muss die Ratte chasen. Was fällt denn hier runter? Ah, die ist gerade im Klavier. Wie cool, wie im Film. Was mit den beiden anderen passiert? Die wurden von der bloßen Anwesenheit von Sirius Black einfach nur betäubt. Wer kann auch den Mega-Zauber? Und wahrer Zauber, okay, das war ja nicht so schwer. Was kann man hier machen? Der will uns irgendwie helfen, oder? Obwohl, das ist ja halt selber, ne? Okay, dafür sind die ganzen Teile hier im Raum da. Na, jetzt ist er wieder da hinten. Damit man die Ratte quasi verfolgen kann. Und jedes Ding gibt uns ein anderes Teil. Was vom Himmel fällt, einfach so. Und jetzt haben wir irgendwas, was auch immer es sein wird. Was uns weiterbringt. Für mich sieht das aus wie... eine Mausefalle, ah. Oh, der Duft. Ich muss sagen,
Käse riecht echt lecker. Da kann man nichts gegen sagen. Gibt ja viele, die das nicht mögen irgendwie, aber... Oh, Alter. Rückgrat ist durch. Ah, das sind seine Eltern und Sirius. Und Peter, der die Leute in die Luft sprengt und sich selbst in eine Ratte verwandelt. Die alte Ratte. Und der arme Royal Guard, ey. Die sind voll cool. Der absolut schlimmsten Charakter, ey. Fucking Pettigrew. Oh. Oh, oh, oh. Nicht gut. Oh, der Hund sieht so süß. Oh, nö. Der sieht voll niedlich aus, der Hund. Dem kann man doch nichts antun. Okay, das Level ist noch nicht vorbei. Krass. Das wundert mich. Dafür, dass wir so easy wahrer Zauberer geschafft haben. Was kommt denn jetzt noch? Also gut, klar, der Dementorenkampf, aber... Wir sammeln hier ja noch 1000 Steine. So, komm, Krummbein. Wir brauchen dich. Grab uns was aus. Was ist denn das? Die Kühlbox oder was ist das? Hä, was ist denn das? Sieht einfach aus wie eine Kühlbox. So, hier hochziehen. Um es dann wieder runterzuballern. Harry Potter Style. Man muss Sachen erschaffen, um sie wieder kaputt zu machen. Ja, den Sprengzauber kann Hermine auch nicht, ne? Ne. Den kann keiner von uns Lappenschülern. Wer ist das da oben? Wer ist denn das? Ist das Ron? Anscheinend. Der wurde anscheinend gestunt von Pettigrew. Von Peter. Warum lassen wir eigentlich nicht der Katze freie Hand? Die hat den doch in 0, nix eingefangen. Krummbein macht das doch gewissenhaft. Müssen wir nur einmal losschicken und dann ist Ende. Da oben ist das übelste Standoff. Muss ich einmal kurz husten. Was ist das für ein Ball? Was kann man hier machen? Ach, das haben wir ja schon. Hä? Was zum Teufel sind das hier für Sachen? Magie verwirrt mich immer noch als Neueinsteiger. Boss, bastel dich da drauf. Zack, perfekt. Na gut, das ist natürlich jetzt hier kein schweres Gebilde. Ja, das, ich glaube, so soll das. Easy. Genau nach Anleitung gebaut. Oh nö, Alraun. Und da die da ist, werden wir die auch brauchen, mit Sicherheit, für irgendwas. Und das finde ich nicht gut, weil das immer so mega nervig ist. Und man so mega langsam läuft mit der. Wow. Hat sich richtig gelohnt, dafür zu zielen. Habt einfach drauf. So. Bam, bam. Diese ganzen Maulwürfe hier, ey. Machen die hier alle. Aber danke für die Coins, liebe Maulwürfe. Okay, was müssen wir hier jetzt machen? Da müssen wir theoretisch an so einem Ding ziehen. Das können wir noch nicht. Weil wir kein Hagrid haben und den Trank nicht und rein gar nichts. So, was ist das? Wer ist das da hinten? Ist das Pettigrew? Ah, wow. Also da ganz, ganz oben im Hintergrund. Der gerade quasi wegrennt. Sieht auch so aus, als ob wir den Trank tatsächlich brauen müssen, wa? Okay. Oh. Oh, ein blauer. Für sowas Einfaches. Kann ich jetzt nicht irgendwie alle? Ne, die lassen sie nicht anzaubern. Okay. Hermine. Wir brauchen dich eigentlich nur wegen Krummbein. Du kannst eigentlich gehen. Harry ist eh viel cooler, weil der das hier kann. Oh. Es wird einfach nicht langweilig. Das heilige Licht. Ich hoffe, es bleibt für immer bestehen. Okay, wir haben leider nur... Ah, ne, da hinten ist die letzte Zutat. Wofür brauchen wir jetzt die Alraune? Das habe ich noch nicht ganz geblickt. Ne, warte mal, hier ist gar nicht die letzte Zutat.
Muss dann irgendwas muss doch hier noch anzaubern gehen. Na gut, tun wir erstmal rein, aber. Was sind das hier für ein Ding? Ja, anscheinend nicht. Krass. Ach, Moment. Hä, irgendwas hat er nicht angenommen. Wo kriegt man denn diese Stacheldinger her? Von so einer Pflanze doch eigentlich immer. Ja, aber hier ist doch nichts mehr. Ist hier Raune? Das haben wir schon. Oder auch nicht. Egal. Haben wir jetzt. Und jetzt? Ah, habe ich übersehen. Und da kommt die richtige Pflanze raus. Ist nämlich wichtig, die mit der lila Blüte. Die andere ist minderwertig, die taugt nichts. So, komm, Hermine. Zeig, was du für ein Boss bist. Wäre cool, wenn Krummwein davon trinken könnte. Wäre witzig. Einmal aufgepumpt. Da zieht es sich gleich leichter. Zack. Oh, Coins. Nehmen wir mit. Jetzt können wir eigentlich schon die Katze losschicken, nicht wahr? Weil man da ja wieder graben muss. Ah, die Kollegen wieder. Oh, ich kann mich währenddessen bewegen. Ich dachte, das wäre eine Cutscene. Aber jetzt haben wir eine Leiter. Man muss sich wieder niesen, meine Güte. Heute läuft es aber auch. Ist wahrscheinlich Allergiezeit, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Allergie habe, aber hey. Also verzeiht mir, wenn ich da entweder schneide oder einfach ein bisschen dumm rumstehe, kurz in der Gegend. Oh, oh, what the fuck? Was ist das denn? Was macht ihr denn hier? Oh, ich dachte, ich kann die Spinne hochheben. Warum, warum, warum? Hört auf! Ich will hier ganz in Ruhe mein Zeug machen. Aua. Muss ich das Spinnennetz vielleicht killen? Habe ich jetzt mal gemacht. Alter! Ach, der war in Not. Ich dachte, das wäre Pettigrew. Ich fand das gut, dass der da gefangen war. Alter. Piss dich. Was bringt mir das denn, wenn ich die hochhebe? Okay. Ich glaube, ich habe den Ansturm der Riesenspinnen erstmal abgewehrt. Das war ja nicht mal so schlimm bei Aragog im Wald. Jetzt auf einmal kommen sie, oder was? Wie viel schwarze Magiezeug hier ist. Komischer Maulwurf, kannst auch mal hier dein Zeug abdrücken. Maulwurf, hallo. Kannst du bitte dich eingraben? Danke. Hab das Gefühl, man muss den auch anzaubern, aber manchmal macht er das auch von alleine irgendwie. Also, ich weiß nicht. Boah, dieses Gebälle geht mir irgendwie schon auf den Sack mittlerweile, ne? Kann man mal die Schnauze halten, der Sirius. Ich komme schon noch früh genug. Keine Sorge. Erstmal brauchen wir hier den roten Bounce-Pilz. Um da hochzukommen. Bon. Oh, noch mehr. Oh, egal. Lol, Uppercut. Ja, Harry, was hast du dir doch bei gedacht? Na, wer war denn das? Da haben wir nochmal Glück gehabt, dass es da noch mehr Werwölfe gibt in dieser Gegend, nicht wahr? Oh oh. Frozen 2. Jawohl, das heilige Licht macht sie alle fertig. Oder auch nicht. Schade. Aber da, das noch heiligere Licht. Die Sounds sind voll geil dabei. Auch das ist ein schönes Bild, finde ich. Wie Harry neben seinem Paten liegt. Zwar geschlagen, aber nicht besiegt. Boah, ey, was eine Metapher. Wahrer Zauberer, alles erreicht. Den in Not haben wir auch geholfen. Alles easy. Und noch eine Menge Steine. Eine Million erreicht. Müssen wir bald mal wieder shoppen gehen. Können wir eigentlich jetzt machen, nicht wahr? Dann passt das auch ganz gut mit dem Part, würde ich sagen. Wenn wir jetzt noch ganz kurz in die Winkelgasse gehen und uns ein bisschen was freischalten. Na, schon 67. Nicht schlecht. So, tropfender Kessel.
The Leaky Cauldron. Ist auch irgendwie nicht so der geilste Name für so ein Pub, oder? Der tropfende Kessel. Ich weiß ja nicht. Bin ich jetzt nicht überzeugt von, wenn ich das so höre. So, was haben wir hier direkt? Ich vergesse mal wieder, welcher Laden wo ist. Hier ist überhaupt kein Laden anscheinend. Doch, hier ist Sugar Plums. Also irgend so ein Süßigkeiten-Ding. Gibt hier nichts mehr Coins? Nee. Was ist hier denn los? Habe ich alles schon mal gemacht, wa? Hier ist Madame Malkins. Hier gibt's Charaktere. Na ja, gut. Ich gucke sie mir schnell durch. Harry Mädchen brauche ich nicht. Hermine Klatt. Oh, Hermine Ballkleid. Oh, okay, das war ziemlich teuer. Dafür, dass einem das überhaupt nichts bringt. Ja, komm, passt schon. Wir wollen eigentlich eher die roten Steine safe kaufen. Nicht, dass wir dafür dann kein Geld mehr haben. Das wäre bitter. Was gibt's hier bei Aelops? Okay, da gibt es die goldenen Steine so. Ich würde sagen, da gucken wir dann später nochmal vorbei. Ich weiß auch nicht mehr, was im Obergeschoss war, aber das können wir uns auch später nochmal angucken. Schlangen. Geben auch keine Coins mehr. Krass, weil wir das irgendwann mal gemacht haben. Jetzt hat das gespeichert. Da gibt es Zauber, Duellzauber, die brauchen wir auch nicht. Ich will doch nur die roten Steine einlösen. Oder war das oben bei dem Eulenkaufhaus? Das könnte sein. Ja, in Gringotts brauche ich jetzt auch nicht rein. Ups. Noch ein paar Mordanschläge begehen. Richtig gute Idee, Harry. In der Winkelgasse. Haben wir das jemals gemacht hier? Anscheinend. Was blitzt das denn hier so? Ach, das ist dieses Gatter. Oh, cool. Interessant. Da ist so ein Geister irgendwas vor, oder? Ein Geisterpfeil? Aber leider weiß ich nicht, wie man da durchkommt halt, ne? Das ist noch so ein unbekanntes Material. Ah, hier gibt es die roten Steine. Perfekt. Dann war ich ja doch schon fast richtig. Hey, warte mal. Erstmal hier. Zack. So, die haben wir alle schon frei, ne? Krautenzauberstab. So, von Fallen gerettet werden. Kostet ja auch nur 125. Alles andere haben wir. Klingt nämlich echt praktisch. Muss ich nur dran denken, das zur nächsten Aufnahmesession auch wieder anzuschalten. So, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. 700.000 können wir uns leisten. Gönnen wir uns. Und ich würde sagen, damit beende ich den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es in die richtig heiße Phase geht. Bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Bis denn.